Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu The Fall. Ich begrüße euch zu einem weiteren Part und meine Güte, wie lief das doch das letzte Mal aus dem Ruder? Ja, falls ihr euch erinnert, ich wollte ja eigentlich nur einen Hinweis finden darauf, wie ich das Kleinkind beruhigen kann. Also irgendwie so die Art, ne, hier die kleine Nachtmusik oder dergleichen, irgendwie ein Schlaflied. Ja, aber nee, das ist völlig schief gegangen. Wir sind auf den Wärter gestoßen, der uns einmal mehr klar gemacht hat, dass wir ja hier verschwinden sollen, denn wir haben hier offenbar einen Bereich erreicht, den wir gar nicht erreichen sollten im Zuge dieser Haushalts- und sozialen Tests. Aber wenn wir schon mal hier sind, sehen wir uns auch weiter um. Deshalb würde ich sagen, genug gesagt. Weiter geht's. Ich wünsche euch immer viel Spaß. Und ach ja, wir haben gelernt, aus einer Notsituation heraus unsere Waffe schneller abzufeuern. Also super. Und das ist auch zwingend nötig, denn falls ihr euch erinnert, ganz zum Ende des letzten Parts wurden wir sehr, sehr schnell terminiert, als wir von so einem komischen Energie-Druiden, so nenne ich sie jetzt einfach mal, berührt wurden. Ja gut, dann wollen wir mal. Da ist nämlich gleich noch einer. Wow. Ah, okay, also ich kann die schon auch one-shotten. Gut zu wissen. Wow. Ah, wie konnte ich... Ah, das war kein Energiebord. Komm. There we go. Puh. Ich weiß gar nicht mehr, wie konnte ich nochmal in Deckung gehen? Ach so, okay. Alles klar. Gut. Ich weiß es wieder. Ah! Au, 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 au. Eieieiei, wie schnell die Schilde da auch unten sind dann. Wie konnte ich eigentlich nochmal in den Tarnmodus gehen? Ah ja, okay, alles klar. Hey, hallo Junge, ich sehe dich doch. Verdammt. Komm an. Puh, there we go. Boah, wie viele! Seid ihr bekloppt? Wie viele denn noch? Ich muss kurz warten, bis sich meine Schutzschilde wieder regeneriert haben. Also in dem Spiel finde ich... Puh, in dem Spiel muss ich sagen, finde ich das Feature gar nicht schlecht. Boah, Leute... Es sind das sogar zwei, ja. Ich muss kurz mal warten, bis sie sich wieder so ein bisschen beruhigt haben. Boah. Okay. Ach, jetzt ist die Musik auch weg. Diese bedrohliche. Junge! Ein kleiner Stromgenerator, der ist ausgeschaltet. Den werden wir jetzt mal anstellen. Ich habe die Energiezelle entfernt. Aha. Okay. Oh, da ist was. Ja. Ich kann das nicht mal lesen. Irgendwas mit fest. Ah, okay. Da war eine Leiter. Ja, cool. Achso, ja, ja. Aber ich will erstmal hier nochmal weiter gucken. Okay. Oh, was ist das denn? Das sieht... Dieser Teil des Bodens ist sehr dünn, man könnte ihn leicht zum Einsturz bringen. Aha. Aber womit? Das wurde mir jetzt nicht gesagt. Hoffentlich klingelt es nicht gleich an der Tür. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so ein bisschen off-topic, aber es könnte sein, dass jemand kommt. Hä? Ah? Moment mal, hä? Ach so, ja. Ja, aber ich kann dich doch... Dachte ich eigentlich. Kann ich nicht weiter? Nee, kann ich gar nicht, schade. Hier ist so eine Kabelrolle. Ja, genau, Kabeltrommeln heißen die ja. Ein paar große Kabeltrommeln mit leuchtendem Kabel. Mhm. Kann ich offenbar nicht bewegen. Wieso denn nicht? Ach Mann. Ach so, Moment. Nee, kann ich nicht. Ach, ich müsste die wohl aufeinander stapeln, damit der Boden nachgibt. Schätze ich mal. Einfach so. Aber ich habe ja eigentlich... Ich brauche jetzt kein Kabel. Ja, das sagst du einfach so.
Weißt du doch gar nicht. Die verbesserte Energiezelle. Puh, wo könnte ich die denn einsetzen? Da unten beim Computerterminal, wenn schon, ne? Oder reicht es nicht, wenn ich hier... Nee, es reicht nicht, wenn ich hier springe. Ja gut, dann zurück. Ah! Stimmt, ihr regeneriert euch ja ständige Scheißdinger. Vergesse ich halt die ganze Zeit. Ach, hier kann ich auch hoch, genau. Und hier ist eine Notiz noch, oder? Oder nicht? Hallo? Ja. Dann schauen wir mal. Hallo Brian. Wir hatten hier Probleme damit, alle Sicherheitsdroiden am Laufen zu halten. An und für sich funktionieren sie gut, aber sobald mehr als 4 von ihnen gleichzeitig in einem Raum sind, geht uns der Strom aus. Ich habe den Modulator hier so modifiziert, dass er eine Hochspannungsenergiezelle verträgt. Aha. Ich hoffe, das ist okay. Ich habe gesehen, wie der Wärter sie inspiziert hat, aber egal. Soweit funktioniert alles prächtig. Ich wollte dir nur Bescheid geben, sagen, dass du diese Zelle nirgendwo anders verwendest, obwohl es lustig sein könnte, zu sehen, was passiert. Es ist einfach zu viel Saft für die anderen Stationen. Ah, wir müssen wohl irgendwas überspannen, also mit dieser Energiezelle, aber was? Ich gehe mal hoch hier. Oh, schicker Ventilator. Gefällt mir. Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? Kann ich überhaupt runterspringen ohne? Ja, okay, kann ich. Aber ich glaube, hier war nichts, ne? Komme ich jetzt überhaupt wieder hoch? Ah ja, stimmt, ich kann mich festhalten. Kann ich dann... Ach, dammit. Come on, Harriet. Ah, there we go. Und hoch. Wo führt mich das denn jetzt hin hier? Ich muss sagen, ich finde das Spiel nach wie vor sehr, sehr interessant. Auch wenn es jetzt vielleicht so actionmäßig ein bisschen langsamer vonstatten geht, aber das stört mich überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich finde das sehr, sehr angenehm. So diese Mischung. Immer wieder mal ein bisschen Action, dann wieder Rumgesuche. Ist hier... Nee. Kann ich jetzt... Kann ich einfach hier runterfallen? Hä? Hä? Was? Bitte was? Was? Ja? Das ist nicht mal ein Bug. Nein! Oh nein! Ich komme doch da jetzt nicht mehr rauf. Okay. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe nach unten gedrückt, weil ich mich... boah, Scheißdinger. Weil ich mich da an die Kante hängen wollte und dann, ja, wurde ich zurück teleportiert quasi. Ich lasse mich jetzt einfach... Ach so. Ja, okay. Ich brauchte also genug Höhe, um auf diese Kabeltrommel zu fallen. Wenn ich einen Grund hätte, könnte ich etwas davon abschneiden. Du hast einen Grund, weil ich dir das sage. Wie? Was? Wie, das funktioniert nicht? Hallo? Enttäusch mich nicht, Spiel. Komm schon. Ich werde etwas von diesem Draht entfernen. Jawoll. Ortsgebundene Inventargegenstände. Einige Gegenstände sind an ein spezielles Gebiet gebunden und erscheinen nur im Inventar, wenn sie in Reichweite sind. Zum Beispiel prüfen Sie Ihr Inventar, wenn Sie in der Nähe eines Haufens losen Kabels sind. Drücken Sie... Ja. Der Kabelhaufen, den ich von der Kabelrolle entfernt habe. Aha. Womit könnte ich... Muss ich das mit dem Auto verbinden? Nee. Mit dem Reifen? Also, da wo ehemals ein Reifen war. Ah ja. Okay. Ich werde da gerade immer noch nicht so recht schlau. Vielleicht die andere Hälfte des Drahts oder des Kabels hier ran.
Ja, das dachte ich mir noch. Ich denke, das müssen wir zum Drehen bringen. Dieses Karussell ist ja eingerostet. Okay. Aber das bringt mir alles nichts, weil ich den Test nicht starten kann. Und ich schätze mal, wenn ich den Test starten könnte, dann würde der Mann den Wagen starten und Gas geben und damit halt dieses Karussell in Bewegung setzen. Aber wie gesagt, das in dem Fall bringt mir das ja nichts. Ach ja, stimmt. Boah, wie nervig die halt sind. Ach, die sind ja im Vordergrund. Die spielen keine Rolle. Ach ja, stimmt, das war diese Party oder was auch immer das sein soll. Ja gut, dann gehe ich mal runter. Konnte ich doch hier runter, oder? Ne, wobei, ich will gar nicht runter. Also ich will nicht ganz runter in die Ebene hier, sondern über die Leiter. Genau, hier runter will ich. Zu diesem Computerterminal. Beziehungsweise erstmal hier versuchen, das Ganze zu überladen mit der verbesserten Energiezelle. Okay, also damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, Moment, das erschwert doch meine Aufgabe, oder nicht? Also, wenn es denn diese ist, also ich dachte halt, wir müssen diese Lady, diese ältere Dame, über die Straße geleiten. Also sicher, aber das macht die Sache ja ein bisschen schwieriger. Ich meine, das ist alles schön und gut, aber es bringt mir halt immer noch nichts. Ich werde jetzt nochmal in dieses Computerterminal. Es tut mir leid, aber ich muss da nochmal. Kinderbetreuung, ja genau. Sein Empfänger des Sonden alle 2 Monate auf Abnutzung. Sobald der Säugling in der Krippe erscheint, fängt er an, ein akustisches Signal zu emittieren, welches von der Testkonsole empfangen wird. Die Teilnehmer müssen eine spezifische Melodie abspielen, um dieses Signal zu unterdrücken. Die benötigte Melodie wird per Zufall aus der Schlaflieder-Datenbank ausgewählt, wenn der Test initiiert wird. Falls der Teilnehmer erfolgreich das akustische Signal, das der Säugling emittiert, im gegebenen Zeitrahmen unterdrückt, wird er validiert. Aus der Schlaflieder-Datenbank. Gut, das hatte ich ja alles schon mal gelesen. Ja, genau, das hatten wir ja eigentlich schon, ne? Dem Datum. Weil das mit den Blumen, das wurde noch gespeichert, das habe ich gesehen. Aber ich verstehe nicht, wo ich Zugriff auf diese Schlaflied-Datenbank hätte. Ist das so? Was? Da wurde mehr zerstört, kann das sein? Ne, ich will jetzt gar nicht rum. Hä? Das ist doch mehr kaputt gegangen. Dachte ich eigentlich zumindest. Hat sich unten vielleicht was verändert? Ich gehe mal runter. Ja, tut mir leid, das ist halt echt Trial and Error. Ich muss da ein bisschen testen. Ich wollte gerade noch sagen, deshalb war ich auch kurz still. Ich dachte, ich hätte jetzt eine andere Musik. Die Killerröhre aus dem Ab. Staubtest, sie ist durch die Decke gefallen. Aha. Bringt mir jetzt was? Damit kann ich doch auch keine Verbindung eingehen, ne? Ja, nee, klar. Ach so, haben wir die Röhre jetzt rund. Ah, okay, aber was bringt mir die? Und viele Gegenstände habe ich ja auch nicht mehr. Puh, ich werde zwar den Test jetzt nochmal initiieren, aber. Moment, was ist das hier nochmal? Da ist ein Schacht in der Matratze. Stimmt. Aber ich wüsste nicht. Also entweder fehlt mir da echt noch ein Gegenstand. Ja, die Hand. So als streichelnde Hand. Das gibt. Tja, ich werde den Test jetzt nochmal initiieren. Humans should not concern themselves with basic needs. Hatten wir schon.
ability to assess and meet your human's requirements when they do not know what an upset baby will emerge. You have 20 seconds per attempt and multiple attempts are permitted. Initiere. I am ready to proceed. Nee. Das macht mir ja mittlerweile schon ein bisschen kirre, dieser Test. Was bringt mir diese Röhre? Kann ich von oben irgendwas reinwerfen? Aber selbst wenn, ich habe ja nicht viel. Ja, die Hand! Aber hier am Boden ist ja nichts. Nee, das ist nur die Leiter. Ja, ich muss hier mal kurz den ganzen Boden absuchen. Verdammt nicht! Also mir gehen echt langsam die Optionen aus. Nein, umschalten. Okay, die kann ich gar nicht mehr nehmen, diese Energiezelle. Was übersehe ich hier? Also ich bin ja irgendwie von dem Gedanken gefesselt, dass ich irgendwie diese Datenbank mit den Schlafliedern finden muss. Aber selbst wenn, wo füge ich die ein? I don't know. Werkbank. Hier kann ich auch nichts machen. Nix. Nada. Niente. Boah, ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich muss hier dann echt gleich mal aufhören. Wo kriege ich? Weil mit der Hand, das bringt mir ja nichts. Das ist ja ein ID-Kartensystem. Das ist ja kein Handabdrucksensor. Meine Hoffnung war ja eigentlich, diesen Fernseher anzustellen mit... mit dieser Energiezelle. Die ja nur... Ja, super. Ist auch das Einzige, was ich jetzt noch machen werde. Ich werde zu den Autos mal kurz gehen, die ich ja viel schneller jetzt gemacht habe. Durch diese Energiezelle, die ich eingesetzt habe. Hört das jetzt eigentlich auch auf? Ja. Das bringt mir halt nichts. Weil wie gesagt, diesen Test kann ich erst starten. Ja, genau. Leck mich am Arsch. Sorry für den Ausdruck, aber... Was habe ich übersehen? Was könnte ich da übersehen haben? Ich verstehe es gerade nicht. Ich meine, das hier ist mir relativ klar. Ich glaube, hier muss ich auch gar nicht mehr viel machen, als eben den Test an sich zu starten. Ja? Also von der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hier plötzlich doch einen Test starten könnte. Ja. Und hier kriege ich wohl denselben Nonsens nochmal erzählt. Wie, was? North. Ich habe jetzt keinen neuen Gegenstand mehr in dem Sinne. Hier, wollt ihr eine Hand? Eine helfende? Nein. Okay. Dem muss es ja auch irgendwas auf sich haben. Aber wenn, dann halt auch erst später, weil hier... Es kommt derselbe Schmarrn. Das war mir schon klar. Habe ich da oben vielleicht doch irgendwas übersehen? Moment, bin ich da vorher nicht raufgeklettert? Nee, bin ich ja gar nicht. Stimmt. Boah. Gut dunkel hier. Sieht da gerade gar nichts. Ja genau, das war die Notiz hier mit Bright. Boah. Immer wieder. Falle ich drauf rein. Ja, ich denke, ich werde gleich mal Schluss machen. Und puh. Ja. Ihr habt wahrscheinlich auch den Rat dann nur an mich, halt mich weiter umzugucken. Was ich auch verstehen kann, aber ich sehe halt hier nichts mehr. Ich meine, wir haben hier auch, wir haben die Energiezelle.
dass er irgendwas mit dieser Aufgabe zu tun haben muss. Den Schmarri haben wir auch gelesen, eben mit der Energiezelle. Ja, genau, und hier waren wir ja. Ob es auch gereicht hätte von hier? Moment, kann ich hier die... Aha. Kann ich euch nicht abschießen? Nee. Ja, Kruzifix. Ja. Boah. Gott sei Dank machen die nicht wirklich Schaden. Geht zwar jetzt schon noch einmal hier hoch. Ja, ich weiß, es nervt. Mich auch, mittlerweile. Ja, was heißt nerven? Nein, es nervt. Also ich gucke mich hier eh gerne um. Ich mag das ja auch in Spielen. So selbst dann irgendwann rauszufinden, hoffentlich. Oder eben mit euch. Ist halt nur lästig, wenn es irgendwann gar nicht mehr weitergeht. Ja, aber hier kann ich echt nichts anderes machen. Ach ja, hier falle ich runter. Nein, scheiße. Ich wollte eigentlich nochmal nach rechts, aber ich glaube, da wäre eh nichts mehr. Das würde mich wundern. Ja gut, wisst ihr was, Leute, dann mache ich jetzt hier echt mal Schluss. Ja, nimm das, böser Fahrstuhlknopf. Ich wüsste im Moment echt nicht, wie ich diese Melodie initiieren soll. War da irgendwo ein Lautsprecher? Wenigstens ist es jetzt wieder gespeichert. Ich gehe jetzt echt nochmal so alle Locations hier unten durch. Auf die Schnelle, mehr oder weniger. Das hört sich halt immer noch so an, als würde hier jemand laufen oben. Aber ich glaube, das soll nur Blut sein, dass der irgendwie runtertropft. Oh, wer weiß das schon. Oh Mann. Wie schwer kann es sein? Ich meine, wir haben ja bislang eigentlich jede Aufgabe so ein bisschen mit List erledigt, ne? Also es war jetzt nie so, wie es eigentlich wahrscheinlich gedacht wäre. So. Ja, das mit den Blumen. Ja, wir haben hier ja auch, ne? Den Lautsprecher. Wenn er grün ist, haben wir die Aufgabe erledigt. Ja. Ja, das hatten wir alles schon. Ich dachte halt, wir können vielleicht irgendwie so einen Lautsprecher als Schlaflied, ja, der Kopf, genau, Dingens fungieren lassen, aber das... Nichts hier drin. Da ist der Ofen. Der ist kaputt. Puh. Boah, nee. Okay. Also ich bin echt ratlos, ich gebe es ja auch zu. Wofür könnte ich diese Röhre da oben benötigen? Ich habe gerade noch eine Idee, also nicht eine Idee in dem Sinne, aber es könnte eigentlich sein, ja, die Killerröhre aus dem Abstaubtest. Ich meine, die liegt ja genau über der Krippe. Aber wie aktiviere ich die? Weil das wäre natürlich auch eine Lösung, wenn jetzt vielleicht auch nicht die eleganteste, aber es wäre eine Lösung, diese Röhre zu aktivieren, wenn das Baby quasi... Dammit. Wenn das Baby quasi dann hochkommt in die Krippe und wir das Baby einfach wegsaugen könnten. Ich meine, es klingt jetzt alles so, ja. Aber das, ich glaube, das wäre auch das Rätsels Lösung. Also mit dieser Schlafmelodie bin ich jetzt gar nicht mehr so einverstanden, weil ich wüsste nicht, wo wir das abspielen könnten. Im ersten Sinn würde ja wirklich dieses Computerterminal machen, aber da hat es keinen Punkt. Nee. Nee. Da kann ich nichts abspielen. Das heißt, ich sollte wohl irgendwie diese Röhre aktivieren. Aber ich weiß nicht wie. Wie mache ich denn das? Keeping a home clean will be one of your primary functions. Clean this room. Any detected dust? I have completed the task. Evaluating. Processing. Dust detected. Unit.
Moment. Moment. Ich weiß, das wird schon wieder ein bisschen Überlänge hier. Aber das ist mir gerade völlig egal. Humans should not concern this ja. An upset babe, you have 20 seconds ja. Per attempt and multiple attempts are permitted. I am ready to proceed. Kann ich jetzt gleichzeitig? Keeping a home clean will be one of your primary functions. I have evaluating. Processing. Dust detected. Tatsächlich. Ach, wie cool. Doch so einfach. Oh Mann. Na ja, gut, aber ich hätte es vorher nicht machen können, weil ich musste die Röhre ja erstmal hier runterkriegen. Was wahrscheinlich erst durch den Pilz überhaupt möglich war. Ach, wie cool. Und wie gemein gleichzeitig. Baby has stopped crying. Ja, das Baby hat aufgehört zu weinen. Boah, das sieht schon... Aua. Validated. Merit point awarded. Validiert. Verdienstpunkt vergeben. Und sogar ein Achievement. Hell yeah. Schön. Ja, dann hat sich die Überlänge eigentlich sogar gelohnt jetzt. Denn das heißt, wir können das nächste Mal tatsächlich mit den sozialen Aufgaben beginnen. Das heißt, ich werde dann da hochgehen. Eigentlich sollte ich mit dem Fahrstuhl hochfahren, ehrlich gesagt. Weil dann würde gespeichert werden und dann könnte ich auch gefahrlos hier rausgehen. Ja, schön. Cool. Also das muss ich dem Spiel echt lassen. So Lösungsvorschläge und Lösungswege. Ja, gefällt mir. Hat was. Hat was. So, dann jetzt nochmal schnell hoch hier. Auf 27 Minuten. Oh, es tut mir leid, die nächsten Parts werden wieder etwas kürzer. So. Speicher schön, bitte. Speicher schön. Ja, genau. Du speicherst schön. Ich hab den Speicher schön. So, gut, meine Lieben, dann soll es das gewesen sein für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei, auch wenn es mal wieder länger gedauert hat, aber das kennt ihr ja bei mir schon. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei wärt, dann widmen wir uns den sozialen Aufgaben und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.